Narzissten haben keine echten Freunde. Narzissten haben keine echten Freunde, auch wenn es hin und wieder so aussieht, als wären diese Menschen über alle Maßen beliebt. Und wer in der Beziehung mit einem Narzissten war, wer einen narzisstischen Chef oder Arbeitskollegen hat, der fragt sich vielleicht, wie kann so ein Mensch Freunde haben? Die Antwort ist, so ein Mensch hat keine echten Freunde. Narzissten haben Zufuhrquellen und oder sie umgeben sich mit Menschen, die ihr eigenes Ansehen unterstützen. Bekannte Personen des öffentlichen Lebens, Menschen mit Geld oder generell Menschen, die ihnen im Job oder auch als Handwerker nützlich sein können. Das Problem dabei, ähnlich wie Narzissten mit dem Partner umgehen, tun sie das auch mit ihren Freunden. Das narzisstische, missbräuchliche Verhalten mag sich ein entfernter Bekannter eine Weile antun, eine wirkliche Freundschaft wird daraus aber kaum entstehen. Denn während der Narzisst seinen Partner meist unter Kontrolle hat und diesem so ziemlich alles an Boshaftigkeiten zumuten kann, ohne dass er dies spürt, weil der Partner sich das gefallen lässt, das kann er in einer losen Bekanntschaft so nicht tun. Und so suchen sich und umgeben sich Narzissten eigentlich nur mit Bewunderern, nicht mit Freunden. Wenn dir das Video gefällt, dann bitte ich dich mit einem Like oder Abo um Unterstützung dieses Kanals. Meinen Teammitgliedern danke ich besonders für deren Support. Dankeschön. Narzissten können Kritik nicht ertragen. Echte Freunde untereinander haben damit kein Problem. Im Gegenteil, Kritik kann einen wachsen lassen. Ein Narzisst will und muss aber nicht wachsen. Er ist ja bereits perfekt und braucht doch niemanden, der ihm sagt, was er an sich verändern könnte oder sollte. Auch Neider mag er nicht und das, obwohl Narzissten selbst die größten Neider überhaupt sind. So lässt ein Narzisst seinerseits keinen neidischen Menschen in seinem Umfeld zu. Denn dieser könnte ja irgendwo kundtun, dass beim Narzissten doch nicht so alles aus Gold ist, was glänzt. Und wie man weiß, Menschen, die nicht seiner Meinung sind, schaden seinem Selbstbild und sind daher unerwünscht. Während echte Freunde keine Gegenleistung für einen Gefallen erwarten, den sie einem tun, sondern helfen, wenn der Freund Hilfe benötigt, eben einfach weil man befreundet ist, tun das Narzissten nicht. Sie sind transaktional. Sie tun nur das oder sie tun nur etwas, wenn sie dafür etwas zurückbekommen. Und das erwarten sie auch. Und das gilt übrigens nicht nur für die Bekannten eines Narzissten, sondern auch für den Beziehungspartner. Es ist gleichsam wie in einer Geschäftsbeziehung. Ich bekomme eine Dienstleistung und bezahle dafür oder ich tausche Ware in irgendeiner Form. Narzissten versachlichen alles, selbst ihre Beziehung. Etwas aus Mitgefühl, Liebe oder Freundschaft zu tun, ist für sie unvorstellbar. Narzissten haben keine echten Freunde. Im engeren Umkreis befindet sich meist eine narzisstische Familie oder die Flying Monkeys. Alle sind ähnlich gestrickt wie der Narzisst. Alle bewundern ihn oder sich gegenseitig und verhalten sich abwertend anderen Menschen gegenüber. Die Flying Monkeys sind oft rückgratlose Menschen, die sich ein wenig im Glanz des Narzissten sonnen möchten. Ein wenig Lob vom Narzissten reicht ihnen schon dafür. Einmal mit ihm Kaffee trinken in der Öffentlichkeit ist für sie so wertvoll wie das Treffen mit einem Y-Promi. Immerhin, sie haben ja sonst nichts. Also wieder nichts mit echter Freundschaft. Dann gibt es noch das Klientel der hilfreichen Freunde, Bekannten und Menschen, die für den Narzissten die Drecksarbeit machen. Bei ihnen muss er auch keine Kritik fürchten. Generell kann man sagen, dass Narzissten ganz ähnlich wie in ihren Partnerschaften nicht die Persönlichkeit und den Charakter ihrer Mitmenschen und Freunde schätzen, sondern was diese ihnen liefern können.
Im Endeffekt ist da natürlich auch kein Wachstum zu sehen. Echte Freunde inspirieren sich gegenseitig, bringen Neues in eine Freundschaft, haben Vorschläge und Ideen zu Veränderungen und zum Wachstum. Doch da es eben keine echten Freundschaften sind und Narzissten sich ohnehin nichts sagen lassen, gibt es innerhalb narzisstischer Bekanntschaften maximal Stillstand. Aber das wollen Narzissten ja auch so. Selbst unter ihren Bekannten spielen sie die Karte der Triangulation. Na, erinnerst du dich noch an die langweilige Bar, in der wir waren, Andrea? Gestern Abend war ich mit Ulla aus. Wow, das war vielleicht lustig. Wir wollen am Wochenende wieder was unternehmen. Vielleicht kann ich mit dir ja nächsten Monat mal irgendwo einen Kaffee trinken oder in die Eisdiele gehen. Macht man das unter echten Freunden, Freundinnen? Natürlich nicht, zumal auf diese Weise ja nicht nur einmal trianguliert wird, sondern immer wieder. Man muss sich immer wieder klar machen, dass Bekanntschaften ähnlich gehandelt werden wie Beziehungen. Missbräuchlich nämlich. Und so, wie das selbst der duldsamste Partner irgendwann mitbekommt, so bekommen es die Bekannten des Narzissten auch mit. Doch während der Partner des Narzissten oft im Traumabond feststeckt, können Freunde jederzeit Adieu sagen. Narzissten teilen ihren Bekanntenkreis in enge Vertraute und oberflächliche Bekannte. Doch egal um wen es sich in der Gruppe handelt, Narzissten sind zu niemandem loyal. Sie benötigen immer nur Sex, Support, Service und Sicherheit. Und um das zu bekommen, für deren Bedürfnisbefriedigung, werden sie jeden ausnutzen, auch ihre eigenen Freunde. Enge Vertraute werden sofort aus der Gruppe entfernt, wenn sie Kritik üben. Ähnlich wie beim Beziehungspartner kommen sie dann in die Abwertungsphase. Sie werden dann in die Gruppe der losen Bekanntschaften gesteckt. Also von oben, enge Vertraute, eine Stufe abwärts in die losen Bekannten, ne? Abwertungsphase. Und sollten Sie sich dann einen weiteren Fehler aus der Sicht des Narzissten leisten, dann werden Sie entsorgt. Auch das ist ja ähnlich wie in Ihren Beziehungen. Das Dumme ist ja gerade, aufgrund Ihrer anfänglichen Freundlichkeit, Ihrem Glanz, Ihrer Ausstrahlung, kommen Sie leicht in Kontakt mit immer neuen Menschen. Es entwickeln sich oberflächliche Bekanntschaften, klar. Aber je länger man einen Narzissten kennt, umso stärker offenbaren sich dessen charakterliche Abgründe. Darum wird auch niemals eine echte Freundschaft daraus. Es sind keine echten Freunde. Narzissten sind falsche Freunde. Echte Freunde sind füreinander da. Frage mal einen Narzissten, wenn du ihn brauchst, ob er helfen kann. In den allermeisten Fällen hat er gerade was Besseres zu tun, als dem Freund zu helfen. Narzissten ist ihr Image nach außen wichtiger als alles andere auf der Welt. Und so kann man sich vorstellen, wie schnell sie einen Freund verstoßen würden, sollte diesem öffentlich etwas zu Recht oder Unrecht angehängt werden. Dann wollen sie mit diesem Menschen, ihrem einstmals besten Freund, plötzlich nichts mehr zu tun haben. Ja, sie behaupten sogar, ihn nie gekannt zu haben, aus Angst, es würde ein Schatten auf ihr Ansehen geworfen. Echte Freundschaft benötigt Vertrauen und Ausgeglichenheit. Narzissten aber vertrauen niemanden und sie sind Nehmer. Sie handeln immer missbräuchlich auf ihr Bedürfnis ausgerichtet. Sie gehen keine Kompromisse ein. Sie lassen niemanden mit sich auf Augenhöhe. Sie benötigen permanent Anerkennung und Bewunderung. Echten Freunden gegenüber ist man empathisch, versteht und bespricht deren Handeln und kann sich mit echtem Interesse für sie in deren Lage hineinversetzen. Narzissten sind alle anderen egal, für sie gibt es nur sie selbst. Echten Freunden gegenüber ist man loyal und ehrlich, Narzissten sind das nicht. Echten Freunden gegenüber gesteht man etwas zu, man anerkennt deren Fehler, Gefühle, Grenzen und Werte und deren Können. Narzissten anerkennen gar nichts
und sie neiden anderen deren Können und Besitz. Diese Menschen sehen das ganze Leben als Wettkampf und in diesem Wettkampf ist die Welt gegen sie. Und da sie niemandem vertrauen, gehören auch ihre Bekannten dazu. Sie müssen jeden Wettkampf gewinnen und so kämpfen sie in ihrem Leben sinnlose Kämpfe gegen sich selbst, ihre Partner und ihre Bekannten. Freunde sind das nicht und echte Freunde werden es niemals werden, denn vorher werden sie, wie ihre Partner, entsorgt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like und Abo freuen. Alles Gute auf deiner Reise durchs Leben.